Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Jesus hat euch alle ganz lieb. Bedrückt euch irgendetwas in eurem Leben und seid ihr deswegen verzweifelt? Vielleicht leidest du an irgendeiner schlimmen Krankheit? Möglicherweise hast du dein Eigentum verloren oder dein Job. Ein Kind verloren, kommst nicht voran im Studium? Die Berufung, Gott zu dienen, verloren, da du etwas zu verlieren scheinst, bist du sehr deprimiert. Der Herr gibt dir aber folgendes Versprechen. Bist du neugierig? Im 1. Samuel Kapitel 30, Vers 8, du wirst sie bestimmt einholen und die Gefangenen befreien. Der Herr sagt, mein Sohn, meine Tochter, hab keine Angst. Was alles du verloren hast, wirst du bestimmt wieder einholen. Du wirst alles wieder bekommen. Dies verspricht dir der Herr. Der gläubige David vertraute und liebte den Herrn sehr. Aber bedauerlicherweise plünderten seine Feinde seine Frau, seine Kinder und sein Eigentum. David verlor alles und stand allein da. Als er dann unter Tränen betete, versprach der Herr, David, gib niemals auf, mach dir keine Sorgen, du bekommst alles wieder zurück. Dies war sein Versprechen. Wisst ihr, was wirklich geschah? Gottes Versprechen hat sich erfüllt. In 1. Samuel Kapitel 30, Vers 19 lesen wir, dass ihm nichts fehlte. Gott gab ihm alles wieder zurück und macht ihn glücklich. Es wird auch in deinem Leben geschehen. Der verlorene Job, das Eigentum und die verlorene Gesundheit. Die verschollenen Verwandten, die verlorene Berufung, Gott zu dienen. Was hast du denn verloren? Du wirst all dies und vieles mehr zurückbekommen. Da Gott es dir versprochen hat, wird es schon heute geschehen. Heute wirst du das Zeichen dafür erhalten. Glaub daran. Jesus kam in diese Welt, um uns zurückzugeben, was wir verloren haben. Es steht geschrieben, dass Jesus um diese Welt kam, um die Verlorenen zu suchen und zu erretten. Er opferte sich selbst am Kreuz, sodass der Mensch, der seinen Frieden, Heiligkeit und Segen verloren hat, wieder erhält. Der Herr opferte sich am Kreuz für den Menschen. Darum sagt der Herr, du wirst sie bestimmt einholen und die Gefangenen befreien. Glaubst du daran? David glaubte an den Herrn. Daher bekam er alles wieder zurück. Nun glaubt an den Herrn. Wollen wir nun mit Glauben beten? Erhebe deine rechte Hand und erkläre, Jesus, wir loben und preisen dich für dein Versprechen. Der Herr, der David versprochen hat, das Verlorene wiederzugeben. Ich danke dir, dass du es auch in meinem Leben tust und auch für meine Familie. Dafür lobe ich und preise ich dich. Im Namen Jesus Christus beten wir, Vater. Amen, Amen.